Hallo, ich bin Caroline von fluter.de. Heute schaue ich mich hinter den Kulissen der Berlinale Sektion Generation um. Los geht's! Wir sind hier in den heiligen Hallen der Berlinale, da wo vor allem auch die Sektion Generation gemacht wird, wo die Filme ausgewählt werden, wo die Tickets verkauft werden, wo das Programm gebastelt wird. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Was macht ihr denn hier? Wer seid ihr? Also ich bin Julia, ich arbeite bei Generation und mache da Projektkoordination, zum Beispiel auch das Fluter-Projekt. Und gerade bereiten wir das Kino im HKW vor und suchen einen guten Hocker für unsere Einsprecher. Bist du eine von denen, die das Gastmanagement macht? Während des Festivals werde ich vor allem für die Betreuung der Jurys Ansprechpartnerin sein und dafür sorgen, dass sie sich willkommen und glücklich vorbereitet auf ihre Arbeit sind. Du bist also für die Stars zuständig. Ja, die Generation Stars. Ich mache mit meiner Kollegin zusammen, die gerade nicht da ist, das Guestmanagement. Und ich habe die ganzen Kurzfilme bei mir und Ela macht das für die Langfilme. Und genau, da ist jetzt gerade Hochzeit, es explodiert alles, weil ständig neue Hotelbuchungen reinkommen. Und da doch noch vielleicht das Doppelzimmer oder da mit dem und da mit dem. Genau. Wer bist du? Ich bin Dagny und ich mache die Pressekoordination bei Generation. Du bist nur am E-Mails schreiben und telefonieren wahrscheinlich. Das stimmt. Die E-Mails rasseln hier noch so rein, weil natürlich jetzt bald geht's ja los und wir erfahrungsgemäß ist immer das erste Wochenende das, wo am allermeisten in Sachen Interview, Anfragen, Filmteams kommen ins HKW und möchten filmen und das muss alles irgendwie geregelt und koordiniert werden. Hallo, das sind ja schon die beiden Macher der Sektion Generation. Darf ich kurz Platz nehmen? Florian, Marion, was ist das denn für ein schöner Plan, der da hinter dir klebt, Marion? Ja, so programmiere ich, wenn das Programm abgeschlossen ist und wir haben alle die Zusagen von den Filmen, dann muss ich hinsitzen und ich mache das auch zusammen mit Florian. Auf eine ganz individuelle Art und Weise. Keiner mag das wie mir. Ich male eine Post-it aus für jeden Film, der kriegt 3 mit dem gleichen Design. Zum Beispiel hier Gin, das ist der Eröffnungsfilm von 14+. Gin wird auch um 19:30 Uhr am Freitag, den 8. öffnen, 14+. Und wird es eine erste Wiederholung hier haben und dann hier. Wird 3-mal gezeigt. Überhaupt nicht Digitales. Einfach bunt. Und die ist Programmorganisation, die freuen sich, wenn wir rüberkommen mit diesen Hardcopy-Dinger und sagen, ah, ihr seid fertig. Ja. Und ja, da sind wir fertig. Wirklich fertig. Fix und fertig auch, ja. Vielleicht kannst du ja, Florian, nochmal was dazu sagen, wie viele Filme hier eigentlich das Jahr über eintrudeln und wie viele ihr dann daraus auswählt für die Generation. Also insgesamt sind es um die 1500 Filme, die jährlich eingereicht werden beim Festival, für Generation speziell. Manche nicht nur für uns, sondern auch für den Wettbewerb oder auch fürs Panorama. Und dazu kommen immer noch auch viele Filme, die wir auf unseren Reisen kennenlernen, die wir irgendwo unterwegs sehen. Die sind dann gar nicht unbedingt in der Datenbank erfasst. Also man kann da bestimmt von 2000 Filmen pro Jahr ausgehen. Also ihr beide habt 1500 Filme gesehen? Wir haben bei den Kurzfilmen, wie gesagt, nicht alle gesehen. Bei den Langfilmen haben wir alle gesehen. Was wir sagen, das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen, wir beschäftigen uns mit allen diesen Filmen. Natürlich schauen wir nicht jeden Film bis zum Ende durch, aber jeder Film kriegt so viel Zeit, wie er braucht, dass man die Entscheidung treffen kann. Und das kann manchmal heißen, man muss ihn ganz gucken. Das heißt, es gibt Tage, da schafft man vielleicht nur 8 Filme. So, es gibt auch Tage, da schafft man mal 20 Filme. So, es hängt ganz stark davon ab, was eben auf die Leinwand kommt. Ich habe das Gefühl, dass wir mindestens 1500 Filme angeschaut haben in dieser Zeit. Es geht auch darüber hinaus, dass auch zwischen die Festivals sind wir auf Reise, da gucken wir auch Filme an.
Es ist nicht nur diese Kernzeit von 4 Monaten. Und Freund hat gesagt, 4 Tage der Woche. Ich finde, das ist mehr so 5, 6, 7 Tage der Woche, also in die Kernzeit. Ne? Also man muss auch zu Hause was angucken, was nachholen. Und wenn man einen Film dann nochmal anschauen will, ist nicht so ganz hundertprozentig sicher, muss man reingucken. Also es gibt auch ganz viele Art und Weise, wie man sich mit jedem Film beschäftigt. Was passiert denn eigentlich zwischen März und Oktober hier? Die Büros werden leerer. Es gibt auch Abteilungen, die sind gar nicht da in dieser Zeit. Und ich kann mich noch auch an eine Zeit erinnern, Marianne auch sehr gut, in der haben wir eine Abwesenheitsnotiz in unsere E-Mails geschrieben und gesagt, see you back in August. Trotzdem reduzieren wir, versuchen wir das zu reduzieren. Wir gehen auch quasi raus auf die Wiese. Also das heißt, wir sind nicht immer jeden Tag hier, auch mal um die Perspektive zu wechseln. Wir sind ganz regelmäßig im Kontakt. Das heißt, jeden Tag arbeiten wir an unseren E-Mails, von wo auch immer wir gerade sind, nach Cannes, um die Branche zu treffen und Auswertungen zu machen. Und all das braucht natürlich dann auch immer so ein bisschen Hilfe von Seiten der Büros hier. Es gibt auch Abteilungen, die haben im Sommer ihre höchste Zeit, können die im Sommer nicht Überstunden abfeiern, sondern die machen neue. Es gibt ja immer den gläsernen Bären bei K+ und bei 14+, aber dann gibt es auch noch den großen Preis der internationalen Jury. Und der wird dieses Jahr von der Bundeszentrale für politische Bildung gesponsert. Es ist tatsächlich so, dass wir zum ersten Mal eine internationale Jury haben für Generation 14+. Wir haben schon immer für Generation K+ eine internationale Jury gehabt. Und diese internationale Jury wird auch Seite an Seite mit der Jugendjury, die den Gläsernen Bären verleihen, am Ende des Festivals die Filme sichten. Das sind 3 Leute, internationale Fachleute, ein Regisseur und das ist viel Arbeit und die müssen das auch professionell wie die Jugendjury dann durchführen. Das werden die auch machen, die ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro vergeben dürfen, dank der Bundesagentur für politische Bildung. Das ist wirklich eine ganz schöne Sache, einer der wenigen Cash-Prizes auf der Berlinale. Insofern, das hat ein ziemlich höheres Ansehen auch innerhalb der Berlinale. Und da wird es dieses Jahr einen Workshop auf der Berlinale geben mit insgesamt 8 jungen Reportern, die von euren Filmen berichten. Also das ist eine ganz leidenschaftliche Sache, also weil wir tun nicht nur so hier im Festival, als würden wir mit Jugendlichen was zusammentun, sondern wir wollen auch, dass die was aktiv im Festival tun können. Und eine Möglichkeit, das zu tun, wäre zum Beispiel die Jugendjury. Da sind die ganz aktiv. Aber eine ganz tolle Möglichkeit ist eben auch, wenn sie sich mit den Filmen auseinandersetzen, zum Beispiel als Journalisten. Das haben wir über lange, lange, lange Jahre schon gemacht mit einem Projekt, das hieß auch Junge Journalisten. Und jetzt geht es quasi ganz organisch auf in dieser neuen Zusammenarbeit mit Fluter im Projekt Abenteuerfilm. Und wir sind ehrlich ganz gespannt, was dabei rauskommt, wenn ihr jetzt mit eurem ganz besonderen Blick auf die Filme losgeht, auch mit den Filmemachern sprecht, auch mit dem Publikum sprecht. Denn das kann auch ein ganz tolles Sprachrohr werden, um anderen Leuten, die das dann vielleicht über die Website lesen oder sehen, zu zeigen, was ist denn hier eigentlich los. Wir sind auch schon ganz gespannt. Vielen Dank. Wir ziehen jetzt mal weiter in die nächsten Räume. Und wir sehen uns auf der Berlinale. Hier in dem Ticket Office, da kann man anrufen und Gruppentickets für die Berlinale-Sektion kaufen, bestellen. Der offizielle Verkauf hat ja noch nicht angefangen, deswegen ist jetzt hier umso mehr die Hölle los. Und da die beiden Telefonisten total beschäftigt sind, frage ich jetzt einfach nochmal Julia, wie das hier so läuft. Ja, also für Generationen kann man Gruppentickets telefonisch vorbestellen. So eine Sondersache, besonders für Schulklassen und so. Jeden Tag ab jetzt von 11 bis 17 Uhr telefonieren diese beiden Menschen ununterbrochen mit Leuten. Und ganz viele Leute rufen auch bei uns an und fragen, was los ist und so und warum sie noch nicht durchkommen. Der Grund dafür ist, dass einfach ein unglaublicher Run darauf besteht und dass jetzt nach 2 Tagen bereits 20 Veranstaltungen komplett ausreserviert sind. Also zum Beispiel hier, da gibt es dann immer so einen Plan und dann kann man schon sehen hier, Eröffnung, Preisverleihung, schon alles weg, über 1000 Plätze, weg. Und am besten, wenn man jetzt wirklich unbedingt ein Ticket will, was kann man da machen? Also ganz früh aufstehen und... Das hilft ja auch nicht. Naja, man muss halt anrufen. Und durchkommen. Genau, man muss dann durchkommen. Das ist, glaube ich, der einzige Trick. Ja.
am 6. oder 7. Februar kommen, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Ich würde jetzt in Berlinale Jetzt habt ihr ja schon einen kleinen Einblick in die letzten aufgeregten Vorbereitungen für das große Filmfestival mitbekommen. Morgen geht die Berlinale dann auch endlich los. Und morgen werden wir euch auf Fluter unsere Berlinale Reporter präsentieren. Sie werden euch dann 11 Tage lang auf der Berlinale von den Highlights berichten. Also bleibt dran!